Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Discord-Tutorial. Im heutigen Video wollen wir uns anschauen, wie man bei Discord den Benachrichtigungston ausschalten kann. Das ist eigentlich ganz einfach, wenn man weiß, wo sich in Discord die Einstellungen für den Notification Sound befinden, und deswegen zeige ich euch das ganz schnell. Wir starten, indem wir Discord öffnen. Ich befinde mich jetzt hier auf meinem persönlichen Server. Wo ihr euch befindet, ist relativ egal, denn wir müssen unten nur kurz auf das Zahnrädchen für die Einstellungen klicken und hier in den Punkt Benachrichtigung wechseln. Hier scrollen wir ein bisschen nach unten und hier kommen dann irgendwann die Benachrichtigungstöne. Wir haben generell Möglichkeiten, die individuell einzustellen, zum Beispiel für die Nachrichten selbst, für Ein- und Ausgabe deaktivieren. Und wenn wir hier draufklicken, dann hören wir immer noch mal ganz kurz, wie der aktuelle Sound klingt, falls man mal gerade nicht weiß, was das ist. Und dann können wir das hier zum Beispiel für die Nachrichten ausstellen. Das wäre es an dieser Stelle schon gewesen. Wir können aber auch natürlich auch noch ganz andere wählen. Und wenn wir sagen, okay, ich möchte nicht einzelne ausstellen, sondern ich möchte das immer im Ganzen haben, dann können wir das hier über alle Benachrichtigungstöne deaktivieren. Klicken wir da drauf, werden die alle deaktiviert. Von daher relativ einfach, wenn man weiß, wo sich die Funktion versteckt, aber das ist halt immer das, was man wissen muss. Das war's dann an dieser Stelle auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, euer Shavo. Ciao.